Hallo liebe Fans, ich bin's, der FlashTagGeist.de, hier auf dem Halo Cluster mit einem Infovideo Tutorial zum Thema Clip des Monats. Was Clip des Monats ist oder wie es funktioniert, zeige ich euch kurz hier. Und zwar könnt ihr einen Halo Clip in der Master Collection, einen Halo Multiplayer Clip, uns einsenden. Wie das funktioniert, ist etwas komplizierter, zeigen wir aber hier Schritt für Schritt in diesem Tutorial. Außerdem werden dann die 10 Clips in einem Video zusammengeschnitten und hochgeladen. Ihr, die Community, stimmt ab per YouTube-Kommentarfunktion, welcher der beste Clip ist. Und der beste Clip wird dann editiert in einem SEC, Single Edit Clip. Erstmals zeige ich euch, wie ihr überhaupt den Clip abspeichern könnt. Es gibt zwei Methoden. Hier gehe ich erstmal in den Kinomodus. Da müsst ihr beachten, es geht nur Halo 2 Anniversary, Halo 3 und Halo 4, also Halo 1, also Halo CE und Halo 2 Classic, könnt ihr im Kinomodus nicht finden. Ihr sucht euch das Gameplay aus, wo ihr diesen coolen Moment habt. Achtung, es gibt nur 12 temporäre gespeicherte Gameplays, also müsst ihr nach dem Erspielen schnell im Kinomodus erscheinen. Nun sucht ihr diesen coolen Moment in diesem Gameplay, indem ihr einfach vorspult. Könnt ihr auch nochmal zurückgehen, das Menü macht ihr einfach mit X an und dann geht ihr nochmal zurück. Und hier Clip aufzeichnen könnt ihr dann einfach so machen. Und dann könnt ihr euch diesen Clip erstmal ansehen, was ihr da eigentlich gespielt habt. Beziehungsweise ob es auch der richtige Moment ist in diesem Gameplay, aber ja, das ist der richtige Moment hier in meinem Gameplay. Nun, jetzt können wir auf Aufzeichnung stoppen machen. Jetzt sieht man mal Save in Clip to Game DVR, das ist das Richtige. Das ist diese App von Xbox One, wo ihr das speichern könnt. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt wird das nochmal automatisch abgespielt. Mit meinen Schnittkünsten kann ich das überspringen und dann bekommt ihr das Zeichen Spielclip aufgezeichnet. Spielt ihr gerade ein anderes Halo oder spielt gerade live diesen Moment? Also habt ihr gesehen, oh, da war ein cooler Double Kill. Einfach den Guide-Button zweimal klicken, X klicken und zack sind die letzten 30 Sekunden, grob gesagt, abgespeichert hier, Spielclip aufgezeichnet. Eben den Guide-Button gedrückt halten. Der Clip müsste dann in eurem Aktivitätsfeed zu finden sein. Bei mir ist es leider nicht so, deswegen zeige ich eine Methode, falls es bei euch auch so ist, wie ihr den euren Freunden freigeben könnt und gleichzeitig auch uns einsenden könnt. Dies macht ihr einfach, indem ihr einfach auf Clip bearbeiten geht. Dann müsst ihr euch Upload Studio herunterladen, falls ihr es schon getan habt, könnt ihr einfach weiter fortfahren, Bearbeitung starten, dann diesen variablen Schnitt benutzen, dann könnt ihr euch den auch zusammenschneiden, wenn ihr möchtet, oder ihn kürzer fassen und dann könnt ihr einfach abschließen. Genau. Zack, könnt ihr dem noch einen kurzen Namen geben, wenn ihr möchtet, mir ist egal, wie ihr den nennt, ihr nehmt einfach mal Clip des Monats Test. Einen Tag könnt ihr den auch noch geben. Auch egal für uns. Ja, wie es haben möchtet und weiter. Nun kommt irgendwelche Bedingungen noch. Ist egal. Hochladen. OneDrive müsst ihr nicht hochladen. Könnt ihr machen. Ist hier nicht relevant. Da eben hochladen ein bisschen. Nun ist er fertig. Dann könnt ihr in meinen Clip-Galerie ansehen. Also in der App Upload. So, da ist in der Clip des Monats Test von mir hier. Könnt ihr die Start-Taste drücken und freigeben und mir per Nachricht senden. Aber vorher müsst ihr mich natürlich erst followern, weil man nur Freunde nehmen kann. Deswegen einfach unter Freunde gehen, Personen suchen und Illuminat 1400 eingeben und suchen. Hier könnt ihr natürlich dann bei euch Freunde hinzufügen, dann habt ihr mich gefollowert sozusagen. Jetzt habt ihr mich als Freund hinzugefügt, jetzt könnt ihr mir diesen Clip auch per Nachricht senden, einfach Empfänger hinzufügen und mein Gamertag Illuminatoren400 suchen, da dies hier eure Freundesliste ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Format, ich hoffe es hat euch gefallen. Ist ein bisschen komplizierter mit der Master Collection, finde ich jetzt auch nicht so gut, aber ich glaube so kriegen wir es hin. Und 10 Clips pro Monat nehmen wir immer in einem Video, ihr stimmt dann ab, gewinnt dann eine SEC, falls euer am besten ankommt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss!